Das nächste Champions League Viertelfinale und hier haben wir einen absoluten Kracher. Ein Spiel, was normalerweise eines Finals würdig ist, ist jetzt ein Endspiel, ein Do or Die. Der FC Bayern trifft in Lissabon auf Barcelona. Messi gegen Lewandowski, zwei offensive Powerhäuser gegeneinander und wir analysieren jetzt die Quoten. In der Tat, das vorweggenommene Finale habe ich irgendwo in Facebook mal kommentiert. Gab viele Smileys, aber wer ist denn hier bitte? Ja, welches Viertelfinalspiel wäre denn besser als dieses Duell der beiden FCBs? Die Spanier nur Zweiter geworden in der Liga. Bayern zum achten Mal in Folge Meister geworden, so viel der Liga-Alltag. Die spanische Liga lief ein bisschen länger als die Bundesliga, weil die ja 38 Teams haben. Und Barcelona hat sich da auf der Schlussgerade auch nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert. Auf der anderen Seite, ich habe es schon im englischsprachigen Video von Otspedia gesagt, es gibt ja auch einen englischsprachigen Kanal jetzt von Otspedia, da haben wir ungefähr 20 Minuten über dieses Spiel geredet. So lange wird es hier nicht, wir versuchen es wieder in 5 bis 10 Minuten zu packen. Deswegen gehen wir jetzt gleich rein in die Quoten, aber ich habe es schon gesagt, dass ich hier die Quoten auf Bayern München natürlich sehr verlockend finde. Denn die Bayern, was die auszeichnet, ist natürlich diese Disziplin und diese Kontinuität. Die haben sich nach dem Restart so professionell verhalten wie keine andere Mannschaft Europas oder der Welt sogar. Also die haben ihre Spiele gemacht, haben auf Top-Level gespielt, haben gewonnen, haben jetzt auch Chelsea abgewatscht, wo ein deutscher Fernsehsender ja gemeint hat, der schlafende Riese Chelsea. Da musste ich dann laut lachen. Aber die Bayern haben sich halt mit Lewandowski einfach nichts zu Schulden kommen lassen. Und Lewandowski ist ja auch das Power-Argument, warum die Bayern jetzt hier gegen Messi, Lona Favorit sind. Ja, also ist es nicht sogar so, dass Bayern vielleicht die einzige Mannschaft ist, die nach dem Restart nicht verloren hat? Habe ich da sowas im Kopf? Sogar von allen Top-Ligen in Europa. Mich hat unglaublich überrascht, wie sehr sie Chelsea besiegt haben. Damit habe ich nicht gerechnet, dass sie nach so einer Pause dann doch wieder sofort abliefern können gegen eine gute Mannschaft, die im Saft war, darf man nicht vergessen. Der Flick oder der FC Bayern an sich mit seinen Spielern hat es geschafft, dass sie nicht nur klasse Spieler sind, sondern auch harmonisch ohne Ende. Das kennt man nicht so von Bayern München der 90er Jahre und was weiß ich, aber das ist ein bisschen lang her. Ich wollte jetzt sagen, vom FC Bayern der letzten Jahre, da gab es zumindest interne Querelen, es gab Abwanderungsgedanken von dem Lewandowski und was auch immer. Aber der Flick hat da ein unglaubliches Gefüge zusammengestellt und jetzt ist halt die Frage, fällt man darauf rein und denkt sich, Barcelona eine 3,6 oder sagt man Bayern München mit der Form eine 2,03 geschenkt? Ich weiß es nicht, ich lass mich auch bei diesem Spiel jetzt von dir leiten. Ist schwierig. Also einerseits kann man eigentlich davon ausgehen, dass es ein knappes Spiel wird. Man könnte auch davon ausgehen, natürlich alles ist möglich, aber wir wollen ja hier nicht irgendwie möglichst schwammig sein, sondern uns schon auf irgendwas festlegen. Und wenn du mich persönlich fragst, ich tendiere dazu, dass Bayern hier weiterkommt. Wie sie weiterkommen, das weiß ich gerade im Moment auch nicht. Vielleicht setze ich meine Hellseherbrille auf und schaue vielleicht hiermit in die Zukunft. Aber also ich könnte mir einen knappen Bayern-Sieg vorstellen, auch nach regulärer Spielzeit. Was ich allerdings hier mehr vermute, ist, dass wenig Tore fallen, weil normalerweise bei diesem Spiel könnte man auch davon ausgehen, die hauen sich die Hucke voll. Aber sei mal ehrlich, das ist auch ein Duell der beiden deutschen Nationaltorhüter, Ter Stegen und Manuel Neuer. Und die spielen gegeneinander, das erste Mal überhaupt wahrscheinlich oder seit langem mal wieder gegeneinander. Und da wollen die sich natürlich so präsentieren. Ich habe auch irgendwo gelesen, warum wird Manuel Neuer Welttorhüter? Also da muss er dann auf jeden Fall in diesem Spiel über sich hinauswachsen. Und natürlich ist es ja auch irgendwo ein Duell um die Nummer 1 in der Nationalmannschaft, auch wenn Jogi Löw gegen für sowas überhaupt nicht empfänglich ist, dass er da irgendwelche objektiven Einflüsse geltend macht. Ja. Aber nichtsdestotrotz halte ich es
durchaus für interessant, hier auf Untertore zu gehen und zum Beispiel unter 3 Tore bei einer 1,99 ins Auge zu fassen. Finde ich sehr gut. Ich sage jetzt auch nicht, noch nicht, warum. Aber du hast schon recht, warum sollte ein Jogi Löw experimentieren und den jüngeren und besseren Ter Stegen einsetzen? Das macht keinen Sinn. Genauso macht es jetzt, ich sage jetzt nicht, was ich von der Wette halte, von der unter 3, weil ich werde ja gleich noch meinen Tipp abgeben in unserem internen Tippspiel. Dafür setze ich dann meine Brille ab, vielleicht sehe ich dann ein bisschen schwammiger, aber habe noch mehr Durchblick. Von daher sage ich dir gleich, was ich von der Wette halte. Mhm. Okay, dann ein Bayern-Sieg, was sagst du dazu? Würde ich nicht anspielen, aber nur, weil ich zu viel Respekt vor Barcelona habe. Mhm. Geht mir ein bisschen ähnlich, aber ich finde vor allem die Bayern-Quote fast echt viel zu niedrig für das, dass es ja hier gegen Barcelona geht. Im Umkehrschluss auch die Barcelona-Quote ein bisschen zu hoch. Was sagt ihr dazu? Was ist euer Tipp? Vielleicht schon mal hier eine Wette, aber wir kommen natürlich jetzt auch zu unserem genauen Ergebnistipp, den wir die letzten Male schon hatten. Und gestern hattest du ja hier vorgelegt, deswegen sage ich dir jetzt einfach mal, wie es hier ausgeht. Barcelona 0, Bayern 1 nach 90 Minuten, Tor Joshua Kimmich. Ich sag Barcelona 0, Bayern 2. Aber deshalb, weil Bayern schnell ein Tor schießt und dann hinten raus für die Entscheidung sorgt. Hm. Demnach finden wir uns auch beide in der Wette Totals an Toren unter 3 für die Quote von 1,99. Ich denke, das ist unsere Wette des Spiels und wir hoffen wirklich, dass Bayern gewinnt, denn auch wenn ich jetzt kein Bayern-Fan bin, die haben es in dieser Saison echt verdient, mindestens ins Halbfinale, wenn nicht gar Finale zu kommen. Du, Chris, gar kein Thema. Keiner muss Bayern-Fan sein, aber ganz Deutschland wird wahrscheinlich jetzt geschlossen einfach hinter dem FC Bayern stehen, weil wir ja alle einen deutschen Champions-League-Sieger wollen. Ja. Ironie off. Ich verstehe es aber ehrlich gesagt nicht. Ich bin auch kein Fan von Leipzig oder so, aber ich fände es trotzdem geiler, dass Leipzig so weit kommt wie möglich als jetzt wer anders. Aber andererseits, in Deutschland steht hinter Söder, also auch hinter dem FC Bayern. Ja, der zukünftige Kanzler ist Bayer, warum nicht auch der Champions-League-Sieger? Aber wir wollen hier keinesfalls politisch werden. Beide Teams treffen, ja, wäre eine Quote von 1,58. Wir haben ja beide gesagt, dass Barcelona nicht trifft, dann wäre diese 2,75 durchaus attraktiv. Aber wie wir uns schon eigentlich geeinigt haben, unsere Wette des Spieltags unter 3 Tore bei diesem Klassiker, bei diesem vorweggenommenen Finale. Und postet gerne eure Ergebnistipps und eure Wetten. Ich bin gespannt, was ihr dazu noch zu sagen habt. Ich denke, das wird ein Fußballfest. Da sprichst du ein wahres Wort gelassen aus. Bis morgen.